Siedel Mission 3 schickt uns mit den Mayas ins Feld. Unser offizielles Ziel ist es, alle Flüsse auf der Karte von dunklem Land zu säubern. Tatsächlich genügt es aber völlig, diesen Krater zu reinigen. Das Problem ist nur, dass der Krater nur mit dem Abkürzungszauber erreicht werden kann. Wir müssen also einen Priester einsetzen. Gänzlich unnütz ist es aber nicht, die übrigen Flüsse zu säubern, auch über die direkte Nutzbarkeit hinaus. Sobald wir alle gesäubert haben, erscheint nämlich ein verbündeter Priester, der uns diesen Bereich hier in Wüste umwandelt. Wäre viel praktischer, wenn er einfach den Schnee schmelzen würde, aber dieser Priester denkt offenbar wie Gandalf. Das wäre viel zu einfach. Der Berg bei unserer Startposition enthält Kohle, Eisen und Stein. Leider folgt auch diese Karte dem Trend große Berge, in denen absolut nichts drin ist. Außerhalb dieses Berges finden wir nur auf dieser Halbinsel im Westen weitere Rohstoffe, darunter auch das heiß ersehnte Gold. Den Tempel zu bauen ist die einzige richtige Hürde in dieser Mission. Sobald er fertig ist, hindert euch nichts mehr daran, euer Ziel zu erreichen. Sobald der Krater gereinigt wurde, steht euch das Finale der Siedelkampagne offen.